Viele Menschen wissen überhaupt nicht, was für einen gewaltigen Hebel wir in der Hand haben, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Denn dieser wird nicht nur durch Treibhausgase wie CO2 beeinflusst, sondern im Wesentlichen auch durch die Veränderung der Landschaft. Wir haben über Jahrhunderte die Welt entwaldet, entwässert und da können wir ansetzen. Wenn wir wieder mehr Bäume und mehr Wasser in die Landschaft bringen, dann hat das einen Einfluss auf die Wasserkreisläufe, also Wolkenbildung, Regenwahrscheinlichkeit, Kühlung, Verdunstung, Taubildung. Damit können wir Klima wieder abkühlen und natürlich auch jede Menge Treibhausgase binden. Dieses Wissen muss in die Politik und in die Gesellschaft und deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Ich bin Philipp Gerhardt und als Forstwissenschaftler beschäftige ich mich seit langem mit den Interaktionen zwischen Landschaft, Klima und Wasser. Seit 10 Jahren plane ich Agroforstsysteme und Wasserrückhaltesysteme nach dem Keyline-Ansatz und die setze ich auch mit meiner Firma Baumfeldwirtschaft um. Ich bin Sascha Franke, gemeinnützige Unternehmerin. Mit meiner Klimapraxis fördern wir eine regenerative Landwirtschaft. Wir schreiben dieses Buch für alle, die wissen wollen, wie wir Wasser verlangsamen, verteilen und besser versickern lassen können. Im Wald, auf dem Acker, in den Gärten, in Dörfern und in Städten. In den letzten 10 Jahren haben wir wahnsinnig viele Agroforstsysteme und Keyline-Wasserrückhaltesysteme umgesetzt. Und die neueste Forschung zeigt, dass wir mit solchem Landschaftsumbau hin zur Klimalandschaft auch wirklich im Regionalklima, im Kontinentalklima und darüber hinaus sehr viel bewegen können. Das Wissen darüber, die Praxis und die Forschung wollen wir in unser Buch packen und in die Gesellschaft, in die Politik tragen, damit da endlich was passiert und wir unsere Klimaziele erreichen können. Dieses Buch schreiben wir für euch, für unsere und eure Kinder, Enkel und Urenkel. Bitte unterstützt uns dabei.